Hallo und herzlich willkommen. Ich habe euch versprochen, dass ich würde euch diese Ajourmuster zeigen. Gestern haben wir dieses schönes Bündchenmuster hier zusammen gestrickt. Und ich würde weiter, das habe ich mit euch hier gestrickt, das würde ich weiter mit euch mit diesem Ajour, um euch das zu zeigen. Das ist die rechte Seite und so sieht die linke Seite aus. Sehr einfaches Muster. Natürlich für diese Muster habe ich auch die Skizze, die erkläre ich euch jetzt. Wir haben Maschenzahl teilbar durch 6. In dem roten Kästchen, das ist unser Rapport. Dann haben wir 5 Maschen vom Rapport und 6 Maschen nach dem Rapport. Wenn du in Reihen strickst, plus 2 Randmaschen, die ich hier nicht gezeichnet habe. Nach oben haben wir 8 Reihen. Wenn du jetzt in Runden strickst, dann hast du die Maschen für die Symmetrie nicht, sondern du strickst nur das, was im roten Kästchen ist. Das heißt, wir haben die 5 Maschen nicht vom Rapport und die 6 und keine Randmaschen, wenn wir in Runden stricken. Du strickst einfach weiter, zum Beispiel hier haben wir 3, dann strickst du hier Umschlag, 3 links, Umschlag und wieder fängst du an. Das ist für Runden. Die geraden Reihen oder Runden, die strickst du natürlich so, wie die Maschen erscheinen. Und jetzt kommen wir zu den Zeichen. In Schwarz habe ich gezeichnet die linken Maschen, im Blau wie immer die rechten Maschen. Im Grün die Umschläge. Dann haben wir 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Und 2 Maschen zusammen, die sich nach links biegen, aber überzogen. Hier haben wir 3 Maschen zusammen mit der Mittler obendrauf. Ich glaube, mehr brauche ich nicht zu dieser Skizze sagen. Es ist alles sehr einfach. Und ich habe schon von gestern, wie du siehst, hier haben wir dieses Bündchen zusammengestrickt. Das, was ich hier im Lila euch gezeigt habe. Und dann habe ich hier schon angefangen mit dem Muster. Maschen habe ich 6 für einen Rapport eingeschlagen, plus 5 Maschen vom Rapport, plus 6 Maschen nach dem Rapport, plus 2 Randmaschen. Ich stricke heute mit euch ein Rapport in der Breite und ein Rapport nach oben. Die erste Reihe. Als erste habe ich die Randmasche, danach kommen 3 Maschen, die wir nach links stricken. Dann haben wir 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also die rechte Stricknadel schiebst du unter den 2 Maschen und holst den Faden. Und die Masche, die hier entsteht, biegt sich in die rechte Richtung. Dann haben wir einen Umschlag. Das waren die Maschen vom Rapport. Wir fangen an mit dem Rapport. Eine Masche rechts, Umschlag. Nächste Masche heben, nicht stricken. Die zweite Masche nach rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Eine Masche nach links, 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, wieder von vorne und Faden holen. Ein Umschlag. Und du wiederholst deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du für die Symmetrie. Eine Masche nach rechts, ein Umschlag. Eine heben, die zweite rechts stricken. Und die gehobene Masche über die gestrickte ziehen. 3 links. Und am Ende habe ich die Randmasche, die ich sowieso nach links stricke. Dann wenden wir die Arbeit und stricken die zweite Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Die Umschläge strickst du in Reihen nach links, in Runden nach rechts. Dritte Reihe, Randmasche. Und nach der Randmasche haben wir 2 Maschen links.
Dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, also von vorne Faden holen. Ein Umschlag und eine Masche links. Dann kommt unser Rapport, zwei Maschen links, ein Umschlag, drei Maschen zusammen mit der mittleren obendrauf. Das heißt, die nächsten drei Maschen auf der linken Stricknadel müssen wir zusammen stricken. Da schiebe ich die rechte Stricknadel unter den zwei ersten Maschen, aber vorne. Hole die runter und jetzt drehe ich wieder die rechte Stricknadel in die Richtung von linke Stricknadel, packe ich die wieder auf die linke Stricknadel und jetzt stricke ich die drei zusammen verschränkt. Jetzt liegt die mittlere oben drauf. Dann mache ich einen Umschlag und eine Masche links. Und du wiederholst deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du für die Symmetrie zwei Maschen nach links, ein Umschlag, eine heben, die zweite rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen links und die Randmasche, die stricke ich nach links. Dann wenden wir die Arbeit und stricken die vierte Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Die Umschläge nach links. Die fünfte Reihe, Randmasche und zwei linke Maschen stricken wir. Dann kommt eine nach rechts, ein Umschlag, eine heben, die andere rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Wir fangen an mit dem Rapport, eine Masche links, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, von vorne und den Faden holen. Ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag, eine heben, die andere rechts stricken und die gehobene wieder über die gestrickte ziehen. Du wiederholst deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du für die Symmetrie eine nach links, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, also wieder von vorne und Faden holen. Ein Umschlag, eine rechte Masche und zwei Maschen strickst du nach links und dann kommt schon die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die sechste Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Die siebte Reihe. Nach der Randmasche strickst du vier Maschen nach links. Und die vierte. Dann kommt ein Umschlag. Und das waren die Maschen vom Rapport. Jetzt fangen wir an mit dem Rapport. Drei Maschen zusammen mit der mittleren obendrauf. Also die ersten zwei hebe ich und dann die drei stricke ich danach alle zusammen verschränkt. Dann machen wir einen Umschlag. Drei Maschen stricken wir nach links und ein Umschlag. Du wiederholst deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du wieder drei Maschen zusammen mit der mittleren obendrauf, machst einen Umschlag und vier linke Maschen. Vier Maschen stricken wir jetzt nach links. Und am Ende haben wir schon die Randmasche, die ich sowieso nach links stricke. Dann wendest du die Arbeit und strickst deine letzte Reihe, die achte oder letzte Runde. Wenn du die zu Ende gestrickt hast, dann fängst du wieder an, ab der ersten Reihe. Ich hoffe, ich habe euch nicht viel versprochen. Das ist wirklich ein sehr einfaches Muster. Wie du siehst, die Skizze kannst du dir am Anfang von diesem Video abschreiben. Und ich hoffe, du kommst wieder und guckst weiter Videos. Und ich wünsche euch einen schönen sonnigen Tag. Bleibt bitte gesund. Tschüss, eure Mira.